Ja, hallo Leute, heute mache ich eine Review über Lukes Landspeeder von Lego Star Wars. Zuerst zeige ich euch den Karton. Hier sieht man halt, wie sie gerade von dem Sandtrooper kontrolliert werden. Dieses Set hat sechs Minifiguren. R2-D2, C9, ein Sentry-Droiden. Der hat hier noch so eine durchsichtige Platte, dass man ihn halt so hinstellen kann. Dann C3PO, den Sandtrooper, Obi-Wan Kenobi aus Episode 4 und Luke Skywalker im Tatooine-Outfit. Der Landspeeder von Luke hat hier. Da und hier nochmal, da sind die Schäden von den Tusken-Räubern zu sehen. Die einzige Funktion, die man hat, ist, dass man hier hinten Turbine abnehmen kann und Lichtschwert, Blaster, was weiß ich, reinmachen kann. R2, das ist auch mein erster hier. Wenn ich mir eine Booster-Fighter hole, dann wird noch ein weiterer dazukommen. 3PO. Luke und Obi-Wan Kenobi. Ja, ich habe mir das eigentlich wegen der Figuren geholt. Ich meine, das Design ist auch cool, aber hat halt nicht viele Funktionen. Ich finde es ein bisschen zu teuer für 27 Euro. Also sollte schon darauf achten, dass der Preis ein bisschen niedriger ist, als es im Angebot ist. Ansonsten kann man das Set eigentlich nur empfehlen, weil der Sandtrooper ist auch vom Design her cool. Den Kopf kann man nicht so wie bei anderen Figuren. Den hier, also den kann man richtig rumdrehen. Dann guckt er halt auch so zur Seite. Hier hinten sind nochmal zwei Lichtschwertgriffe. Hinter dem Blaster und diesen kleinen Umhang. Schon ziemlich cool. Das Sentry-Droid, wenn man da genügend Teile hat, dann kann man dann noch einen zweiten bauen, wie ich es konnte. Und hier ist halt nochmal 1 zu 1 Luke. Ja, was hier alles so steht. Nochmal, was so alles steht. Hier ist nochmal ein kleines Bild. Ja, 7 bis 12, Nummer 8092, Lukes Landspeeder. Ja, das war's dann halt an der Stelle. Und ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Also dann, tschüss.